Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal in einer anderen Atmosphäre, nicht im Wohnmobil, auch nicht beim Spaziergang, sondern in der Wohnung von meinem Kumpel. Ja, das Wetter war mal heute schön, also bin ich ein bisschen spazieren gegangen und dachte ich mir, ach komm, gehst du den mal besuchen, ein bisschen quatschen, die Möglichkeit haben, mal wieder ne, ordentlich alle Geräte aufzuladen. Er ist sowieso eben abgehauen, er muss dann was erledigen und somit nutze ich auch sofort die Gelegenheit, mal ein neues Video aufzunehmen. Und zwar wisst ihr die Sachlage mit meinem Wohnmobil, die aktuell eine reine Katastrophe ist, anders kann man es halt nicht sagen, aber dennoch versuche ich irgendwo das Beste draus zu machen und das irgendwo hinzubiegen. Also jetzt mittlerweile, es war mein Wohnmobil das dritte Mal in der Werkstatt, oder gesagt, das bei einer dritten Werkstatt. Und da sollte das eigentlich kostengünstig repariert werden, aber da kam dann auch nachher irgendwie was dazwischen, ging dann doch nicht, sollte dann doch wieder über einen Werkstattauftrag laufen, wo dann die Summe dann doch wieder zu hoch war für mich, wo ich dann gesagt habe, na komm, egal, jetzt habe ich Wohnmobil wieder abgeholt. Und bin halt zu der Erkenntnis gekommen, alles klar, komm, hat ja so alles keinen Sinn. In der Werkstatt den reparieren lassen, kriegst du sowieso nicht hin. Auch wenn du es hinkriegen würdest, das sehe ich gar nicht ein, da so viel Unsummen an Geld zu investieren für das Wohnmobil. Nein, sorry, also da bleibt nur die eine Option oder die andere Option, also zwei Stück im Grunde genommen. Die eine ist halt ausschlachten und in Einzelteilen verkaufen oder die andere selber fertig machen. Und ich habe mich dazu entschlossen, den halt doch zu reparieren und ihn selber fertig zu machen. Oder eher gesagt, sagen wir es mal so, ich versuch's. In der Zwischenzeit, wo der in der Werkstatt war, bin ich bei meiner Mutter untergekommen, war aber trotzdem nicht tatenlos da. Das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal wieder 5 Kilo zugenommen. So ist das halt, ne? Wenn man bei Mama ist. Da wirst du gemästet und echt gemästet, obwohl du sagst, nein, du willst nicht, hast du trotzdem nichts zu erzählen und da ordentlich war draufgehauen, ey, das ist Hammer, aber egal. Das ist das kleinere Problem. Dann habe ich mich halt umgesehen nach Möglichkeiten, wo ich den hinstellen kann zum Reparieren, weil auf der Straße kannst du solche Baumaßnahmen kannst du dann normal auf der Straße eben nicht machen. Ne? Deswegen habe ich nach Stellplätzen gesucht und habe jetzt eventuell zwei. Bei dem einen ist ein riesen Firmengelände. Die haben auch Hallen und so und eine große Garage. Das wäre mein Favorit. Also da soll wohl ab dem 16. soll ich da wohl drauf kommen können. Ab dem 16. Februar darf ich da drauf, auf das Grundstück. Und ich hoffe, dass ich da eventuell die Möglichkeit habe, vielleicht sogar mich in eine Halle hinzustellen, um den halt komplett fertig zu machen. Dann habe ich halt natürlich weitere Bekanntschaften geschlossen, hab halt weiter nach Leuten gesucht und ein paar Leute kennengelernt. Und jetzt habe ich auch jemanden kennengelernt, der die Wasserschäden reparieren kann. Und da mit dem habe ich jetzt auch einen Termin. Da machen wir eine Seite, einen Schaden machen wir fertig. Jetzt habe ich durch die Regenfälle noch einen anderen Schaden gefunden, auch im Innenraum, von genau gegenüber von dem ersten Wasserschaden, den ihr auch in den Videos in den allerersten gesehen habt. Da auf der gegenüberliegenden Seite ist halt von oben auch alles komplett nass und da werde ich halt wahrscheinlich erstmal alles komplett oben abdichten müssen und dann von innen, weiß ich halt noch nicht. Wenn ich dann eine Halle habe, also mit dem Kerl, den ich da kennengelernt habe, klar unter der Hand kann, könnte ich es da machen, aber das sprengt halt den finanziellen Rahmen. Solche Sachen kannst du halt nur alleine machen. Entweder alleine oder gar nicht. Oder du hast wirklich so viel Kohle auf der Tasche und sagst, jo, komm, ist mir egal, brauche ich nicht. Also kann ich es da investieren. Aber jeder kluge und vernünftige Mensch würde sagen, nee, komm. Wenn ich es nicht selber reparieren kann oder wenn ich es mir nicht zutraue, es zu versuchen und dabei zu lernen, dann lasse ich es halt sein. Aber wie gesagt, ich versuche es und ich mach's. Mal gucken, wie weit ich komme. Klar wird da mit Sicherheit Hindernisse kommen, Schwierigkeiten kommen, aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Da traue ich mich dran. Ich habe so viele schon in meinem Leben gemacht, auch das allererste Mal und habe es dann auch geschafft. Also werde ich solche Sachen auch schaffen. Und die TÜV-Klamotten, die werde ich auch machen. Also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, komplett alles alleine zu machen.
außer das Schweißen, Kotflügel und unten das Stück Blech. Da werde ich dann halt gucken, ob ich da noch jemanden suche oder vielleicht jemanden finde, der mir das wirklich kostengünstig macht. Also ein komplette, das eine Kotflügel repariere ich nicht. Ich werde dann einen komplett neuen Kotflügel, einen Ersatzkotflügel holen und werde den alten rausholen und dann gucken, ob man die Möglichkeit hat, irgendwie durch jemanden, der das kostengünstig macht, mir da vielleicht den neuen Kotflügel dran brutzelt und den Schweller unten an der Seite. Kotflügel geht da noch weiter runter, da ist auch, haben sie mir beim TÜV, bei dem zweiten haben sie mir durchgestochen mit einem Schraubenzieher, also muss das dann auch gemacht werden, ja, und unten das Stück Blech, aber das sind die einzigen drei Schweißarbeiten für den TÜV, das ist so gut wie nichts. Deswegen lackieren tue ich den Kram dann auch erstmal alleine, ob es jetzt halt gut aussieht oder nicht, ist mir dann erstmal scheißegal, ganz ehrlich. Die Karre wird sowieso im Sommer, wenn ich dann irgendwo eine andere Möglichkeit habe, in der Halle den komplett auseinanderzulegen, dann werde ich das halt sowieso komplett machen. Oder jetzt halt Spätsommer, das ist egal, mache ich mir keinen Zeitdruck und keinen Stress. Jetzt halt erstmal für den TÜV müssen die notwendigen Sachen gemacht werden. Beide Radlager vorne müssen getauscht werden, Fahrer- und Beifahrerseite, Spurstammkopf, glaube ich, Fahrer- und Beifahrerseite muss auch getauscht werden. Ja gut, dann halt den anderen Kram, den ich euch ja schon erzählt habe, das ist halt alles Pillefax. Bremsleitungen müssen nicht erneuert werden, die mache ich alle sauber und so. Dann mache ich Ventildeckeldichtung, die kann ich auch selber ersetzen. Das ist halt alles Kram, der rechtfertigt nicht solche hohen Preise, ganz ehrlich. Ja, und später dann halt auch mal gucken, also klar, zwei neue Reifen hinten. Ja, und wo ich mich dann auch halt auch wirklich dran setze, was ich mich auch wirklich zutraue, auch wenn ich weiß, dass das mich vor diversen Herausforderungen stellen wird, aber ich werde die Achse hinten wahrscheinlich auch versuchen, selber wieder in Stand zu setzen. Da gibt es ein paar Anleitungen im Internet, haben schon mal Leute privat gemacht und ich werde mir das dann wahrscheinlich auch angucken. Und wer weiß, vielleicht, wenn ich mal die Nase voll habe, werde ich das Ding auch komplett auseinandernehmen und nochmal neu zusammenbauen. Und selber instand zum Reparieren. Weil anders hat das ja keinen Sinn. Anders hat das einfach keinen Sinn. Und ich bin nicht bereit, für eine neue Achse 4.000 Euro zu bezahlen. Also ganz ehrlich, erstmal einen Schluck Kaffee drauf. Das geht einfach nicht. Das ist mir viel zu viel Geld für sowas. Rechtfertigt das auch in meinen Augen nicht. Das ist eine Monopolstellung und ganz ehrlich, also das ist ja egal, ich will ja nicht darüber jammern, sondern halt euch einfach nur den Standpunkt mitteilen und euch halt den Status sagen, wo ich jetzt gerade stehe. Aber so kann es halt auch gehen, ne? Ich sag mal, bei mir ist es halt so, ich habe mich dazu entschlossen und entschieden, so ein Leben zu führen. Ich wollte mir ein Wohnmobil kaufen und ins Wohnmobil ziehen. Manche haben Glück, manche haben Pech. Also ich habe jetzt halt die Arschkarte gezogen und habe halt ein Auto gekauft, wo man mich ordentlich über den Tisch gezogen hat oder mich ordentlich verarscht hat, auf Deutsch gesagt. Und der andere, der war ich, der sich verarschen lassen hat, weil es da bestimmte Umstände gab und ich keinen Bock hatte, mich dreckig zu machen und nass zu machen. Also habe ich nicht richtig kontrolliert, auch unterm Wagen nicht richtig kontrolliert. Ja, und bitteschön, jetzt habe ich halt die Karte dafür und muss ich das halt ausbauen, ne? Und ich sag mal, wenn man es selber macht, ist es halbwegs erträglich. Und man lernt sogar noch was dazu, oder? Wie gesagt, ich lerne. Und wie ihr das ja wisst, das erzähle ich ja in vielen Videos, dass ich halt gerne lerne und gerne dazu lerne. Deswegen sehe ich das halt als eine Herausforderung, aber halt also auch eine Möglichkeit, mal wieder ordentlich gut dazu zu lernen. Und wer selber macht und selber dabei lernt, der kann sich im späteren Fall auch ganz gut selber helfen und ist auf keinen anderen angewiesen, weil das ist nämlich das, was ich gelernt habe. Verlässt du dich auf andere, dann bist du verlassen. Das ist halt Fakt. Das ist halt wirklich so. Ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ob das bei den anderen auch so ist, aber das, was ich in meinem Leben bisher erfahren und gelernt habe und festgestellt habe, ist halt wirklich, wenn du dich echt auf andere Leute verlässt, ne? Auch wenn sie dir zusagen und du glaubst, jo, ach, ich kenne ihn ja schon lange und ja, der wird mir schon helfen und bla, da kommt meistens dann doch anders. Und deswegen habe ich mich jetzt halt auch in den ganzen, sag ich mal, paar Jahren geändert und habe auch nicht mehr so viel geholfen, weil ich einfach irgendwann die Schnauze voll hatte.
Ich hatte echt einfach irgendwo die Nase voll. Man hat immer gemacht, man hat immer gemacht, man ist immer zu einem, hat immer Ja und Amen gesagt und hat immer geholfen, hat immer geholfen. Und wenn man selber Hilfe gebraucht hat, ja, dann standst du dann halt immer alleine da. Und das zieht sich halt immer irgendwo so quer durchs Leben. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wieso lerne ich nicht mal Leute kennen, die so zuverlässig sind in solchen Sachen wie ich? Wenn man sagt, ja komm, ich helfe dir, dann mache ich auch. Manchmal muss man mich noch nicht mal fragen, wenn ich sehe, jo, komm, derjenige hat da Probleme und kann das nicht. Ja, dann mache ich das einfach, ohne zu fragen. Ich mach's und fertig. Aber egal, soll ja nicht wieder ein Jammervideo werden, ne? Nee, wie gesagt, also das sind jetzt die Sachen, die anstehen. Ich hoffe, dass das jetzt auch mit dem Platz wirklich klappt. Da am 16., ab den 16. soll ich da drauf dürfen. Und ich hoffe ehrlich, dass ich da mal jetzt, dass mal so langsam wieder die Glücksphasen kommen oder die Phasen, wo mal ein bisschen was klappt und ich dann da loslegen kann. Die ganzen Teile werde ich aber wahrscheinlich trotzdem schon jetzt vorbestellen, alle, so dass wenn ich da drauf bin, dass ich dann halt sofort loslegen kann. Und die Sachen halt alle mal so langsam selber für mich instand setzen kann. Ne? Bis zu dem Punkt, wo ich das halt wirklich selber nicht kann, dass das Schweißen. A, habe ich kein Schweißgerät und B, weil dann ich weiß, wie es geht, dann machst du mehr kaputt als alles andere. Deswegen, da gucke ich dann noch, ob ich dann noch jemanden da pack, der mir dabei helfen kann. Ja, das war's jetzt erstmal zum Standpunkt Wohnmobil. In den nächsten Videos werde ich euch weiter auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Und alle anderen Sachen, die ich dann da mache, die ganzen Reparaturen, die werde ich halt auch filmen. Wie ich das verpacke, weiß ich noch nicht, aber das werdet ihr dann sehen. Ne? Gut, dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.